Hey und willkommen auf meinem Kanal, mache ich dafür das erste Mal. Heute spielen wir Under the Forest 2 mit der Flammy, servus. Genau, hallo Leute. Und jetzt, wo bin ich? Ich schau gerade, wo du bist. Hä, wo bist du, Alter? Dreh dich mal um. Hä? Ah! Ich war da oben auf dem Hügel gestanden, so, also, ja. Ich schmeiß die mal, oder? Bin ruhig. Aber mal kommen wir von da auf der anderen Seite. Ich glaube, wir kommen. Ich habe keine Ahnung. Andere Richtung, das ist der Typ. Das ist der Typ mit dem Viereck da. Das Feuerzeug ist aber so ungewohnt, gell? Denn plötzlich so lila Zeug zu sehen. Pipis! Gut, dass du es gesagt hast, dann kann ich gerade noch vloggen. Aber ich glaube, es ist klar, dass das Spiel. Oh, danke. Ja. Mit. Ja, ich komme. Wo kommen wir noch nicht? Wir kommen von anders als. Oh, nein, oh, doch. Da kommt. Ups, Entschuldigung, mein Pferd. Ja, nein. Wollte ich sagen. Die Hitbox von. Nein. Ich hasse diese kleinen. Das ist so meinst, ja. Ich geh auf den Felsen drauf. Ist ja richtig dunkel. Es ist halt aber auch klar, dass an einem zweiten Tag oder was für ein Tag das ist jetzt. Es schwerer ist. Ja. Leichter, dass es schwerer wird. Wo bist du? Ja, doch, früh gehen wir noch schauen, wollte, was ist. Ich komme schon gerade, aber warte kurz. Die Leuchtfackeln finde ich aber irgendwie komme ich mir so vor, das sind die kleiner. Irgendwie nicht auf meinem Haar, steh schon raus, ja. Ich höre irgendein Monster. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwas mit diesem Erz an der Wand zu tun hat. Weil wir haben vorher darüber geredet heute. Ja, was sollst du mit dem machen? Denkst du, es gibt einen Spitzhack oder wie? Nicht so gedacht. Dass sich das irgendwie ausbreitet oder irgend sowas. Ah! Alter, dieser scheiß Fledermäuse! Und ich habe mich schuldig in die Welt gepackt, rein theoretisch. Wirklich? Ja, bei mir. Hier kann ich sneaken, wenn ich aufstehe, sehe ich durch die Welt. Ja, du erkennst aber nicht viel. Das Spiel ist erst rausgekommen, das ist klar, das ich ist weiß. Wegen ja. Jetzt kann man die Ausrede noch verwenden, weil du Forest 1 gibt es nicht mehr. Alter, was spuckt der denn? Hast du Medizin oder irgendwas? Ich bräuchte selber welche. Hallo, ja, könnte ich eigentlich essen, wenn ich durch los. Ich habe Essen. Wo bist du? Ich bin hier, hallo. Ich bin, warte mal, pass auf. Ich bin immer noch gechillt. Hallo, Freddy. Ich mach's jetzt so wie bei den Forest 1. Ich spiele die ganze Zeit mit dieser fortgeschrittenen Arzt, egal was für Waffen noch kommen. Ich hab dir gerade einen Schlag in den Kopf abgehauen. Das finde ich aber auch geil, dass man den, wenn man auf den Kopf trifft, gleich abpacken kann.
Ich habe keine Leuchtfackel mehr, sonst würde ich eine schießen. Aber doch, ich beschütze mich mal. Die haben Angst bekommen vor der Leuchtfackel. Ich sehe schwarz leicht. Schwarz-weiß, weil ich nur noch so wenig Gesundheit habe. Oh, diese Rüstung ist sehr schnell weg. Vielleicht kann man damit ja noch was anderes verbrauchen. Ich lasse es jetzt erstmal. Aber es gibt fast nicht so Köpfe aufgespießt oder Ritual oder sonst irgendwas. Das wundert mich irgendwie. Oh. Hm? Und wahrscheinlich noch davor nicht, mein fettes Viech. Hinter dir! Ich merk's. Warum leuchtet das da so komisch? Au! Wenn ich jetzt angreife, dann treffe ich dich. Geh weg, ich bin tot, ich bin tot. Deswegen. Liege, Verwundung! Bin ich wieder tot. Dein Ernst? Ja, ich konnte nicht mehr aufstehen. Einmal gehauen getroffen. Alter, macht das viel Schaden, das Vieh! Ich lieg auch. Du spawnst. Okay. Oh, das sieht so eklig aus, wenn ich spawnt. Die Animation haben sie sehr gut hinbekommen. Bist du? Ich hole gerade meine Ausrüstung. Okay. Sag mir jetzt nicht, dass dort, wo ich spawne, ein Monster drin sein kann. Ich finde den Weg nicht, wie ich zu dir komme. Irgendwas ist in diesem Raum. Wie, hä? Da scheint es einen Weg zu geben. Ich gehe da jetzt einfach mal lang. Ich komm wieder, ich habe mich jetzt respawnen lassen. Okay. Warte kurz. Ich habe irgendwelche Geräusche gehört, Alter. Es war komplett creepy. Ich auch gerade. Hier ist doch irgendwas. Du warst schon hier. Ich weiß. Wie ist eigentlich unser NPC? Keine Ahnung, ich bin nicht rum. Geh weg! Warum machst du eine Zeitbombe? Ich kann sehen, warum. Ah, du hast da was an der Wand gesehen? Nein, da habe ich so ein fettes Teil drinnen. Ich riss gerade den seinen Arm. Nicht den zum Bein. Okay. Hab ich auch drauf geschammelt. Boah, das ist so. Das ist aber auch cool gemacht für die erste Feld. Boah, das ist jo. Die Höhlen sind aber echt ähnlich auf. Aber ich will nur die, dass es wieder einen Bug gibt,
wo man einfach durch die Wand gehen kann und schon im Endraum irgendwie landet oder was. Aber kommst. Was für Geräusche sind das, Alter? Die Geräusche sind anders. Du hast immer so viel Leuchtfeuer. Schon im ersten Teil. Wieso hast du immer so viel? Die finde ich geblieben wie immer. Aber ich nicht. Warte mal, der Typ ist nicht tot, oder? Nein. Huh? Ah doch, da liegt er. Ist er schon tot? Weiß ich nicht. Die bekämpfen sich ja auch gegenseitig. Komm mal über uns. Oh, nee. Wie bekämpft man den? Nein, das ist Schleim. Aber wir auch vorher rausgekraxelt sind. Chris? Das sind zwei Monster. Ja, du. Aha. Ich hätte einen Bauarbeiter mit der Axt gekitzelt. Alles gut. Baby. Ja, ich sehe es. Die Babys, die hätten es doch von mir aus wegmachen können. Alter, die sind ja noch aggressiver. Bin down, drei Jungen, hol mich bitte. Ja, mach ich. Du bist wieder da. Dankeschön, hab drin. Ich hab's, das eine. Wo rennst du hin? Du gehst in die falsche Richtung. Nee, ich wollte aber eigentlich zurückgehen, dass ich mich safen kann, verstehst du? Alter, die Geräusche, die der Typ macht, gell? Kommst? Ja, ich bin da. Es gibt doch irgendwie keine Seile gefüllt. Im letzten Teil. Im ersten Blick her. Ja, damals hat man die bei jeder Ecke gefunden. Ich habe auch generell das Gefühl, dass die Ressourcen deutlich knapper sind. Nein, ich meine die zum Hoch und runter gehen musste. Ach so, aber generell die Seile gibt es auch selten noch. Boah. Vielleicht haben wir auch nur eine schlechte Höhle erwischt. Ich habe gerade wirklich geschafft, dass ich mich da reingepackt habe. Also, ja. Na gut, du könntest jetzt so viel herausfinden, wenn du das schaffen würdest. Aber es würde uns auch nichts bringen. Dazu machen wir ein eigenes Video. Ah! Ja, aber nicht in dieser Welt, bitte. Oh. Oh, ich war angewöhnt, dauerhaft zu blocken. Weiß ich nicht, mir macht das gerade richtig Unruhe, dass da hinten Sachen liegen gewisse Sachen. Was liegt da? Da hinten sind Gedärme ausgelegen. Hab ich gar nicht gemerkt. Ich bin ja schon so gewöhnt in den Faust, ich merke das nicht mehr. Lass zurückgehen. Warum? Das ist ein Baby. Nein, Teddybär. Da muss doch irgendwas sein, wollte ich so geschützt werden. Danke, dass du mich haust. Entschuldigung. Ich habe gerade Energy Drink getrunken, damit mein
Tier nicht, dass der nicht einschläft. Entschuldigung. Ja gut, jetzt mal bin ich auch reingerannt. Ich brauch definitiv Medizin. Er hat sich gerade von selber wieder geheilt. Kann es sein, dass er langsam regeneriert? Also, ist ja normal, wenn du essen sollst, dass es nochmal sich regeneriert wird. Aber sehr langsam. Ui, Koffer! Wir haben aber diesmal kein Team mit dem wir suchen. Sondern einfach nur ein Soldat oder wie? Weiß ich nicht, ich habe einen Soldaten, irgendwas Größeres wahrscheinlich. Also bis jetzt finde ich da, aber ich mich interessiert, warum die Frau immer vor mir meckert. Was hat es mit der auf sich? Ja, fangen wir schon an. Wir haben ein neues Monster entdeckt. Da vorne. Ist gerade angekommen. Babys! Hey, Block, 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 Block. Ich kriege. Äpfel aber. Ich gesehen, ah, ich auch. Es gibt viel zu viele Babys. Das nervt mich jetzt schon. Ich liege. Oh, doch. Ich habe eine Axt in meine Fresse bekommen. Ist doch gut. Nein, Jennifer, ich möchte nicht deine Axt in meine Fresse. Was dann? Also, lieber, wir gehen mal weiter, würde ich sagen. Oh, ist kein neues Sieg. Bis gleich, bleib gleich. Ach nee, ich dachte, es wäre was anderes. Was würde noch was anderes geben? Mein Gott! Ich auch. Warum hast du jetzt an deinen Kopf gelangt, Alter? Ich hab fast kein Leben. Ich geh schon. Ich bin euch am selber wissen. Bis morgen Daumen. Aber irgendwie lustig, wir sind jetzt oft schon gelandet, nicht jetzt den Schritt vor, wo wir getötet hätten, vorher. Ich verstehe noch warum. Was? Ja, wir haben die ganze Zeit wieder eingesperrt, nicht jetzt mit irgendwann mal töten, weil wir nicht auf den Sack gehen. Nein! Das ist so. Also, man meint zwar, dass wir uns einfach immer wieder hier hin tun. Boah. Wollen wir weiter zurück? Irgendwo will ich weiter. Irgendwas muss es da ja geben. Warte mal kurz, ich will kurz was. Die Sounds backen da gerade richtig. Ich habe nichts zu essen. Warum? Nein, ich bin nur auf einmal bum 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 bum, obwohl eigentlich nichts ist. Ich hätte zwar was zum Essen, aber das Problem ist, das kann ich nicht öffnen. Da brauche ich einen Schraubendosenöffner. Ja, eine Konservendose. Auch wenn wir eine Axt haben. Also mit einer Axt kann man auf eine Dose öffnen, oder? Und Teil. Ja, rein theoretisch ja. Aber der Forest sagt nein. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Unlogische Dinge in the Forest. Okay, ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge und die nächste Geschichte wird der Flammi. Willst du was sagen, Mädchen? Ja, ich würde sagen, nächste Folge gehen wir mal wieder aus der Höhle raus.
Hoffentlich. Bis dann. Okay, bis dann. Ciao, ciao.